Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei Menschliche Welt TV. Kann man Gedanken kontrollieren? Die vielleicht überraschende Antwort darauf lautet: Ja, das kann man. Und wie das geht, erfährst du hier in diesem Video. Vorneweg möchten wir allerdings direkt klarstellen, dass wir dabei keinen Ausflug ins Esoterische machen werden oder ähnliches, sondern mit unseren Beinen fest am Boden bleiben. Um nun zu verstehen, wie man Gedanken kontrollieren kann, müssen wir erst einmal klären, was wir meinen, wenn wir von Gedanken sprechen. Gedanken sind unser innerer Monolog. Es ist die innere Stimme, die jeder von uns jeden Tag im Gespräch mit sich selber hört. Es ist die innere Stimme unseres Geistes. Und ein Gedanke ist dann ein bestimmter Satz oder eine Gruppe von Sätzen, die sich auf eine bestimmte Idee beziehen. So, wie können wir Gedanken nun kontrollieren? Oder wie kann jemand anders unsere Gedanken kontrollieren? Um das zu verstehen, bitte ich dich, den Satz, den wir gleich einblenden werden, einmal aufmerksam zu lesen. Welche Gedanken hattest du, also was hat deine innere Stimme gesagt, während du dieses wunderbare Zitat des indischen Philosophen Sri Prabhat Ranjan Sarkar gelesen hast? Dein innerer Monolog, deine innere Stimme hat praktisch vorgelesen, was deine Augen gesehen haben. Deine Gedanken waren also identisch mit der Schrift, die du vor deinen Augen hattest. Damit wurden deine Gedanken kontrolliert von dem Text, den du gelesen hast. Nun könnte man sagen, gut, zu dem Lesen hast du dich entschieden und das stimmt auch, aber es ist eine gut erforschte Tatsache, dass wir Menschen alles lesen, was wir verstehen, sobald wir es sehen. Wir können uns also nicht dem widersetzen, etwas zu lesen, wenn es unseren Blick kreuzt und wir es entziffern können und verstehen und so weiter. Und das ist ein wichtiges Detail. Denken wir zum Beispiel an die vielen Überschriften aus den Medien, mit denen wir täglich konfrontiert werden. All diese Überschriften, sobald wir sie erblicken, werden zu unseren Gedanken. Und damit üben sie immer auch einen Einfluss auf uns aus. Wobei ich hier sagen muss, nicht immer, immer. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Denn es gibt eine Möglichkeit, diesen Einfluss zu verringern oder sogar abzuschalten. Und die besteht darin, zu lernen, sich von seinen eigenen Gedanken zu distanzieren und sich nicht mehr mit ihnen zu identifizieren. Anders ausgedrückt besteht die Methode darin, zu verstehen und zu erfahren, dass man selbst nicht nur seine Gedanken ist, sondern viel mehr als seine Gedanken. Die Gedanken sind nur ein Teil des Geistes. Und die Methode, die dorthin führt, ist die Meditation, beziehungsweise eine Methode, die dorthin führt, und zwar eine sehr effektive Methode, die dorthin führt, ist die Meditation. Durch die Meditation können wir lernen, Distanz zu unseren Gedanken aufzubauen und uns so nicht mehr von ihnen leiten zu lassen und sie sogar immer mehr selber zu kontrollieren. Damit können wir uns wirksam vor Manipulation und Gedankenkontrolle von außen schützen und darüber hinaus unsere Gedanken so einsetzen zu lernen, dass sie zu größtmöglichem Wohlergehen führen. Und das ist auch das Fundament, um die Vision aus dem Zitat von Sri Prabhat Ranjan Sarkar umzusetzen. Eine wirklich universalistische Gesellschaft,
die auf den Werten von Nächstenliebe, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und allumfassender Menschlichkeit beruht. Eine solche Gesellschaft erschaffen wir hier bei Menschliche Welt. Und wir laden dich herzlich dazu ein, uns dabei zu begleiten und mitzumachen. Wenn du Teil der Bewegung werden möchtest, kannst du zum Beispiel unserem neuen Telegram-Kanal beitreten. Oder du kannst dich unter kontakt@menschlichewelt.de melden und wir werden dir gerne antworten. Möchtest du uns ganz direkt unterstützen, dann kannst du dieses Video hier liken oder sogar einen Kommentar darunter verfassen. Damit hilfst du der Verbreitung. Wir haben also gesehen, Gedanken kann man kontrollieren und das Ganze ist wesentlich einfacher möglich, als man denkt, wenn man über Gedankenkontrolle spricht. Und darüber hinaus ist es etwas, das tagtäglich stattfindet, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind und vor dem wir uns schützen können und auch müssen, wenn wir selber Herr unserer Gedanken sein wollen und lernen wollen, wie wir sie für das maximale Wohlergehen einsetzen wollen. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!